Max, da sehen wir uns schon wieder. Vor 3 Jahren haben wir uns kennengelernt. Damals hattest du die ersten Anzeigen gegen Facebook laufen. Ein langer Weg und jetzt bist du, man müsste schon fast sagen, am Ziel vor dem Europäischen Gerichtshof. Wow. Hättest du das gedacht damals? Nein, damals nicht und vor 2 Tagen auch noch nicht, weil das total überraschend war, dass die Iren das irgendwo dort rausschießen. Und dementsprechend ist gerade irgendwie so dieser Wow-Effekt und der Oh mein Gott, was kommt da auf mich zu-Effekt relativ groß. Wie kam das jetzt auf einmal? Eigentlich hattest du doch mit einer viel längeren Zeit gerechnet. Ja, also es ist so, dass wir gegen diese irische Datenschutzbehörde vor Gericht gezogen sind, weil die eben gesagt hat, Prism ist total legal und überhaupt kein Problem und alle europäischen Unternehmen dürfen da Daten reinfüttern, so viel wie sie wollen und das ist gar kein Issue. Und die haben sozusagen behauptet, dass unsere Rechtsansicht so absurd ist, dass sie nicht der Bearbeitung bedarf. Und gegen das haben wir geklagt und es war eigentlich ein recht einfacher Fall. Und weil wir gesagt haben, okay, das Europäische Parlament hat so gesehen wie wir und die Kommission und was weiß ich. Und das kann wohl nicht so absurd sein, ergo zurück an die Behörde und die sollen das ordentlich untersuchen. Und die hatten keinen Bock mehr, oder wie? Die wollten aus politischen Gründen in Irland sowieso nie was untersuchen, weil Facebook ist immer gut und die machen nie was falsch und Datenschutz ist sowieso für die Wurscht. Da ist einfach das Ding, dass da US-Konzerne sehr viel investieren und man merkt einfach, dass da kein Interesse ist, gegen die irgendwie vorzugehen. Du hast ja lange Zeit versucht, gegen Facebook wegen Datenschutzverletzungen vorzugehen. Dein Hebel jetzt allerdings ist eben dieses Safe Harbor Abkommen. Du sagst, also Facebook verletzt meinen Datenschutz, indem es womöglich Daten an die NSA weitergeht und das wäre ein klarer Verstoß gegen das Safe Harbor Abkommen. Ist das so ungefähr Genau, richtig? das, was wir gesagt haben, ist, nach dem Safe Harbor Abkommen dürfen Sie Daten an NSA und so weiter sogar weitergeben, aber halt nicht in Massen. Und der Hintergrund ist, dass wir ja gegen Facebook Irland vorgehen. Das heißt, ein europäisches Unternehmen, was unter europäisches Recht fällt, und die geben die Daten an die Mutterfirma Facebook USA weiter und dort geht es an den NSA. Und das Schöne daran ist, dass ja inzwischen auch die US-Regierung das in allen Details erklärt hat, dass sie das faktisch tun. Auch der Richter in Irland hat inzwischen gesagt, es gibt da gar keine Frage mehr, dass das faktisch ist. Die Frage ist jetzt nur noch rechtlich, ist das verboten oder nicht für eine irische Firma, in diesen Datenmoloch hinterher noch Daten reinzukübeln. Wie schätzt du das jetzt ein, wenn jetzt also dein Fall gegen Facebook, gegen die NSA sozusagen, in Luxemburg liegt? Also ehrlich gesagt, es gibt auf EU-rechtlicher Ebene kein Argument, warum wir nicht gewinnen könnten. Also auch so kritisch, wie man es selber sieht, es gibt wirklich keine logische Begründung. Es ist allgemein so, dass das EU-Parlament, die EU-Kommission, alle außer diese irische Behörde unsere Rechtsansicht vertreten haben. Also es ist wirklich, Gesamteuropa sieht es so und dann gibt es ein kleines gallisches Dorf in Irland, die sieht es anders. Und das wird jetzt sozusagen vor den EuGH vorgelegt. Das ist, was wichtig ist und was medial untergegangen ist, es gibt dieses Safe Harbor Abkommen, das stimmt, und unter dem dürfen die Daten generell in die USA weitergeleitet werden. Aber im Safe Harbor gibt es eine Tür im Artikel 3. Da steht drinnen, falls es sozusagen im Einzelfall zu heftig wird oder die Grundrechte von Leuten trotzdem gebrochen werden, kann eine europäische Behörde den Stecker ziehen und sagen, ihr dürft es nicht mehr weiter übermitteln. Wie geht's jetzt weiter? Wie lange wird das dauern? Hast du schon ungefähr eine Ahnung, was das auch kosten wird? Weil du trägst diese Klage ja auch mit Spendengeldern selbst. Ja, das Heftige ist, dass ich ja persönlich hafte für alles, weil das ist ja Fallschirms gegen irische Datenschutzbehörde. Und am Ende werden die Kosten von Irland, also nicht von Europa, sondern von Irland, ausgerechnet. Und es kann irgendwie in die Hunderttausende gehen. Und das ist jetzt eine Sache, die wir klären müssen, bevor wir da weitermachen, weil ich habe kein persönliches Bedürfnis, bankrott zu gehen wegen einer EuGH-Klage. So gut sie auch ausschaut, aber es ist immer das Risiko, dass am Ende ein Richter doch noch anders entscheidet, als man sich das nach allen logischen Dingen vorstellen kann. Und das ist die eine Sache. Und zeitlich ist es so, dass das Ganze jetzt mal zum EuGH geht. Das dauert dann bis zu 1,5 Jahre, bis es da ein Urteil gibt. Also das ist alles ein sehr langwieriger Prozess. Wir müssen uns das jetzt wirklich genauer anschauen. Wir haben für alle Optionen sozusagen schon was in der Schublade gehabt. Dass das jetzt an den EuGH geht, war irgendwie nicht wirklich voraussehbar. Vor allem wegen dem irischen Ausgangsding, wo das einfach total unlogisch ist, das weiterzuschicken. Aber ja. Du kämpfst gegen Facebook. In Deutschland fühlen wir uns so ein bisschen verlassen von der Kanzlerin und von den Behörden, weil unsere Handys nach wie vor alle angezapft sind, unsere E-Mails werden ausgelesen. Wir wissen noch nicht einmal, ob das schon das Ende war. Warum passiert denn da eigentlich so wenig? Warum
blockieren die Behörden. Du hast ja auch deine leidlichen Erfahrungen gemacht und auch sehr mit vielen Bundesministern, auch mit unserem Bundesinnenminister zum Beispiel gesprochen. Warum geschieht da nichts? Ja, es ist, ich glaube, viel ist nicht trauen und sich nicht selbst ernst nehmen. Also wir haben in Europa sicher das Problem, dass wir so tun, als ob wir nicht könnten. Deswegen war zum Beispiel dieses Google-Urteil wahnsinnig hilfreich, weil man einfach gesehen hat, okay, wir können sogar sowas irgendwie Abstruses wie das Recht auf Vergessen teilweise durchsetzen. Es funktioniert am Ende irgendwo. Und wir sind am Ende der größte Markt weltweit, wenn US-Unternehmen ihre iPhones und Facebooks und was weiß ich verkaufen wollen, dann müssen sie halt am Ende da sein und müssen sich am Ende auch an das Recht halten. Wenn der Generalbundesanwalt noch nicht einmal Ermittlungen einleiten will, weil er also in den Snowden-Dokumenten noch nicht einmal einen Anfangsverdacht gesehen haben will, du bist Jurist, was sagst du dazu? Ich muss sagen, ich kenne die deutsche Lage nicht ganz genau. Bei uns gibt es auch keine Untersuchungen in Österreich, obwohl es das alles gibt, weil es einfach keine Rechtsgrundlage gibt, da groß was gegen ausländisches Überwachung zu machen. Ich glaube, faktisch ist auch ein bisschen das Problem die Durchsetzung, wirklich, wenn es dann um die NSA geht. Deswegen haben wir eben den Prism-Fall rausgesucht, weil da geht es um europäische Firmen oder zumindest Firmen, die in Europa sind, über die man Jurisdiktion hat, die kooperieren mit dem ausländischen Geheimdienst. Also in der Lage kann man zumindest was machen am Ende und gegen ein Unternehmen auch was durchsetzen. Jetzt direkt gegen die NSA-Überwachung, wenn es darum geht, die Kabel anzuzapfen und irgendwie sich irgendwo hineinzuhacken und Co., da ist einfach wahrscheinlich auch die Problematik, dass man als Behörde einen großen Bauchfleck macht, weil man das beste Urteil haben kann, aber es ist faktisch nicht möglich, jetzt irgendwie, weiß nicht, Obama dafür in einen deutschen Kerker einzusperren. Also es ist dann wirklich irgendwo das Problem, wo man sagen muss, gut, das ist dann sozusagen wirklich die Geheimdienstwelt, in der man als Einzelstaat dann nicht direkt was machen kann. Deswegen haben wir uns eben rausgesucht, die Unternehmen, die mit diesen Geheimdiensten kooperieren, weil wir haben heute schon so eine Art der Privatisierung der Überwachung. Das heißt, wir haben private Unternehmen, die uns erstmal für ihre eigenen Zwecke ausspähen, für ihre, weiß Gott, Werbung und Targeting und was weiß ich. Und diese Daten landen dann am Ende auch noch bei der NSA. Und das ist natürlich eine recht absurde Situation. Also das heißt, der einzige Hebel, den wir eigentlich haben, auch als Bürger, ist tatsächlich über das Geld, über die Wirtschaft und über die Unternehmen. Ja. Also ich meine, diese ganze NSA, also unsere ganze Prism-Beschwerde ist ja rein sozusagen politisch gesehen, zielt genau auf das Wirtschaftliche ab. Also wenn jetzt sozusagen Facebook die Schwierigkeit hat, wie kriege ich die Daten noch aus Europa rüber, wenn das dann alles irgendwie verboten ist, dann ist der Druck natürlich in den USA viel größer zu sagen, liebe Leute, ändert mal eure Gesetze und dann wird dort auch Druck aufgebaut. Also Microsoft zum Beispiel bewirbt jetzt die europäische Cloud, dass das alles in Europa gespeichert wird. Das bringt mir nur überhaupt nichts, wenn US-Behörden sagen, das muss trotzdem alles rausgegeben werden. Ne? Also da ist es einfach wichtig, im Netz irgendwo dann mal Rechtssicherheit zu haben und irgendwo, dass wir nicht in eine Welt kommen, wo ich permanent Panik haben muss, dass alles irgendwo von jedem überwacht wird. Und das ist ein bisschen so mein Ideal, was da im Hintergrund schwebt, dass man eben das nicht unbedingt akzeptieren muss. Ne? Du hast ein Buch geschrieben, erste Auflage schon verkauft, Kämpfe um deine Daten. Wie kämpfe ich denn jetzt um meine Daten? In dem Buch war es mir wichtig, verschiedene Lösungen aufzuzeigen. Also nicht nur zu sagen, das ist die eine Lösung, also so wie, weiß Gott, die Post-Privacy-Leute, die sagen, Privacy ist vorbei und Ende. Ich glaube, dass wir einerseits selber sicher was machen können in die Richtung verschlüsselt deine E-Mails und Co. Das wird aber nicht ultimativ die Lösung sein. Wir brauchen auf jeden Fall Bildung, dass Leute überhaupt verstehen, was da alles passiert und wie das alles gemacht wird, weil 90% der Leute haben keine Ahnung, was ein Cookie ist und wie sie da getrackt werden. Wir brauchen ganz dringend europäische Rechtsdurchsetzung und eben diese Durchsetzung unserer Grundrechte. Das ist eben so mein Hauptpunkt wahrscheinlich. Aber hast du den Eindruck, dass die Politiker überhaupt ein Interesse daran haben? Also bei uns in Deutschland wird nur abgewiegelt. Die deutsche Reaktion wundert mich als Österreicher extrem, weil Deutschland gilt doch so als der Oberdatenschutzmacker. Und dass die sozusagen jetzt da fröhlich sich zurücklehnen, auch im europäischen Kontext. Es geht ja um diese europäische Datenschutzverordnung, die derzeit verhandelt wird, wo auch aus dem Innenministerium sozusagen berichtet wird, dass eher gebremst wird, als wieder irgendwie was weitergemacht wird. Und das verwundert doch sehr stark, weil das, ich glaube nicht, dass das, was die deutsche Regierung derzeit macht, irgendwie reflektiert, was die deutsche Bevölkerung eigentlich will. Also da haben wir irgendwo ein Missing Link dazwischen. Also immer wachsam bleiben, die Politiker nerven ohne Ende und weiterhin auf dieses Thema hin ansprechen. Max Schrems, das Buch Kämpf um deine Daten demnächst dann wieder in zweiter Auflage dann schon
im Buchhandel und auch bei Amazon auch ein großer Datenschutzfreund, wie wir wissen. Und wir man kann sogar bei uns auf der Webseite direkt bestellen und wir spenden 2 € an den Verein jedes Mal, wenn es bei uns bestellt wird. Genau. Um noch die eigene Portokasse aufzufüllen im Kampf gegen Facebook und Prism vor dann dem Europäischen Gerichtshof. Maximilian Schrimps, vielen Dank für die Zeit und bin mir sicher, wir hören wieder von dir. Immer wieder.